kommen gleich. Johannes. Grüß dich, Justus. Was willst du? Sag mal, ich komme nach 20 Jahren nach Hause und du fragst mich, was willst du? Ja. Was willst du? Ich habe dir damals gesagt, ich will dich nie wiedersehen. Nie wieder. Wollen wir nicht drüber reden? Ich meine, das ist so lange her. Nein. Du bist genauso schuld. Der Streit ist von dir ausgegangen. Aber ich habe dich nicht halb totgeschlagen, wie du mich. Mach das Erweckungsglas. Ist Mutter da? Nein. Nicht für dich. Was soll das heißen? Ich bin doch hier zu Hause. Das ist nicht mehr dein Zuhause. Vater ist schon vollkommen über dich gestorben. Er hat dir nie verziehen, dass du mich fast totgeschlagen hast. Und Mutter, ersparst du lieber deinen Anblick. So lasse ich mich nicht abfertigen. Von dir schon gar nicht. Schlag doch zu. Schlag zu. Was anderes kannst du doch nicht. Also los, schlag zu. Sie hat damals gesagt, sie will dich nie wiedersehen. Nie wieder! Bist du's oder bist du's nicht? Bist du's tatsächlich? Komm her! Ja. Also, aber du hast dich überhaupt nicht verändert. Ja, komm, komm. Ja, ja. Ein paar Haare weniger, ein paar Falten mehr. Ja. Du schon eher. Naja, ich war ja in fast allen Ländern dieser Erde. Sag bloß, du warst 20 Jahre auf der Walz. Nein. Ich habe zum Schluss eine Zimmerei gehabt in Bolivien. Bis mich dann das Heimweh gepackt hat. Ja. Machst du uns ein Bier? Ja, freilich. Ah, ja. Ich stand daheim gewesen. Ja, hat sich nichts geändert. Ja, das sehe ich aber anders. Deine Mutter hat dem Justus die Apotheke vermacht. Schon vor 6 Jahren. Verschenkung. Vielleicht hättest du damals nicht so Hals über Kopf abhauen sollen. Du weißt doch ganz genau, was passiert ist. Der Justus hat ganz schön profitiert davon, dass du verschwunden bist. Dabei bist du doch eigentlich im Recht gewesen, ne? Ja, so gesehen habe auch ich profitiert. Ich habe viel gesehen von der Welt. Sag mal, weißt du, wie es meiner Mutter geht? Nein, du und dein Bruder sehe ich ja so gut wie nie. Dem ist meine Kneipe auch schon seit langem nicht mehr gut genug. Eine Lokalrunde. Ja, du musst ja ganz gut bei Kasse sein, Johannes. Ne? Ja, da kommt schon was zusammen, wenn man so lange unterwegs ist wie ich. Und vor allem Spaß haben. Ja, da war ich überall gewesen. Hongkong, Ghana, Nigeria, Mexiko. Thank you.
Was ist denn passiert? Da vorne haben sich zwei Männer geprügelt. Der eine ist fortgelaufen. Der hat Zimmermanns Kluft angehabt. Was? Ja, das muss dann der Johannes Keiner gewesen sein. Moment, da habe ich ein Foto von. Das hat er drin liegen lassen. Da, der da. Ja, und der andere? Ist wahrscheinlich hin. Was Heiland, zack. Ich brauche dich, du musst mir helfen. Ich dir helfen? Hast du nicht gerade einen Mann überfallen und ausgeraubt? Was habe ich? Ich bin überfallen worden. Die Polizei war hier. Sie hat mir gesagt, du hättest den Mann erschlagen. Ich habe mich doch nur gewehrt. Gewehrt? Und warum bist du dann weggelaufen? Nee, Johannes, du hast dich geändert, kein Deut. Tut mir leid, Johannes, ich kann dir nicht helfen. Justus! Was ist denn? Oh. Wo ist der? Aber Mutter... Du sollst doch nicht aufstehen. Wo ist er? Wer? Der Johannes. Ich habe ihn doch gehört. Aber Mutter, das war ein Kunde. Wir haben doch Nachtdienst. Das weißt du doch. So lange habe ich auf ihn gewartet. So lange. Und heute war es mir den ganzen Tag so, als würde er kommen. Den ganzen Tag. Du denkst doch jeden Tag, dass er kommt. Aber ich habe doch seine Stimme gehört. Wer weiß, wie die jetzt klingt. Nach 20 Jahren. Das war ein Kunde, weiter nichts. Und ich war mir so sicher. Diesmal war ich mir ganz sicher. Du musst dich mit ihm versöhnen. Wenn er kommt, machst du deinen Frieden mit ihm. Ja? Ja. Versprichst du mir das, Justus? Ja, ich verspreche es dir. Aber er kommt immer. Wahrscheinlich ist es auch besser, dass er so lange nicht mehr aufkreuzt. Mutter! Hier kein obdachloser Asyl. Mach, dass du wegkommst. So, Herrschaften, die Spannung steigt. Hier haben wir ein ganz besonders schönes Stück. Feinstes Rindsleder in bestem Zustand. Den Inhalt kaufen Sie mit. Wer weiß, was sich da drin für wunderbare Dinge verbergen. Der Koffer ist sehr schwer. Ich warte auf Ihr Gebot. 40 Euro. 40 Euro, das wäre ihr Geschenk. Der Koffer allein ist das doppelte wert. 45 Euro. 45 Euro. Ein bisschen mutiger könnten Sie schon steigern, meine Damen und Herren. 50 Euro. 50 Euro. Wer sagt's denn? 50 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. 60. 60 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Bitte, mein Herr, kommen Sie hier hoch. Bringen Sie 60 Euro in bar mit. Holen Sie Ihr Prachtstück ab. So, Herrschaft, jetzt kommen wir zu den Schnäppchen. Die Gepäckstücke machen jetzt nicht sonderlich viel her, aber manchmal verbirgt sich ja hinter einer billigen Fassade ein großer Schatz. Zum Beispiel dieser Koffer hier. Er hat schon sehr viel von der Welt gesehen. Ich warte auf Ihr Gebot. 5 Euro. Meine, da ist ja der Griff. Allein schon mehr. Gut. Ja. Gut, wer bietet mehr? 7 Euro. 7 Euro. 7. Ja, mein Herr, Sie zeigen Mut. Zum Ersten. 7 zum Zweiten. 9 Euro. 9 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. 10. 10 Euro zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Mein Herr, bitte kommen Sie hier nach oben. Ich gratuliere Ihnen, bringen Sie 10 Euro in bar mit. Dankeschön. So,
Herrschaften, und nun zu diesem traumhaften Leinenbeutel. Und vielleicht bewahrheitet sich's ja jetzt. Schnell. Oh, ich weiß. Er scheißt da so lang. Der Hauptmann von Köpenick. Ach, lass mich doch nicht verarschen. Na, endlich. Oh. Verzeihung. Hochwürden. Ist schon gut. So. Nicht doch, junge Frau. Bitte, meine Tochter. Gestatten. Danke, Schwester. Fahrkartenkontrolle. Bitte die Fahrausweise vorzeigen. Kontrolle, bitte die Fahrausweise vorzeigen. So, irgendwo habe ich mein... Ich warte. Ja, ich hatte Fahrkarte irgendwo. Hören Sie mal, das ist ein Mönch, ist doch kein Schwarzfahrer. Was ist? Entschuldigung. Wir sind da. Sie wollten doch bestimmt zum Kloster. Was wollte ich? Zum Kloster. Ja, natürlich. Entschuldigung. Vielen Dank. Wer weiß, wo ich sonst hingefahren wäre. Gelobt sei Jesus Christus, lieber Bruder. Ich bin der Bruder Franziskus. Ich bin der Bruder Johannes. Bitte, tritt ein. Und woher kommst du? Ich war viele Jahre in Süd- und Mittamerika, zuletzt in Paraguay. Und in Asunción hat mir ein Bruder euer Kloster empfohlen. So, so, empfohlen. Ja, ja. Schön habt ihr es hier. Um 7 Uhr gibt's Abendessen. Prima. Ich habe vielleicht einen Kohldampf. Es erscheint mir wie eine himmlische Fügung, dass ich euch gefunden habe. Immerhin ist dir unser Haus ja auch empfohlen worden. Aber bis dein Weg dich eines Tages weiterführt, bist du uns ein willkommener Gast, Bruder Johannes. Danke, Bruder. Versuche den noch mal beim TÜV hochzukriegen. Aber ich glaube, das ist ein Wunder. Grüß dich, Silvia!
Sind es schon die Fenster für die Baustelle? Ja, wir sind immer just in time. Machst du bitte voll. Jawohl. Was man für euch nicht unbedingt sagen kann. Montag kommt der Dachdecker. Bis dahin sind wir fertig mit dem Dachstuhl. Nehmt's mir nicht krumm, Silvia, aber euch fehlt der Meister. Wir schaffen's auch so. Ich meine ja bloß, wenn du mal Hilfe brauchst oder einen persönlichen Rat, du weißt, ich bin immer für dich da. Das ist schön. Danke, Ulrich. Setzt euch doch zu mir, Bruder. Danke. Ich höre, ihr wart in Asunción. Erst neulich hatte ich Kontakt mit dem Abt Narciso dort gehabt. Per E-Mail. Per E-Mail, ja. Ihr kennt das Projekt in Sacramento? Da hab ich doch gearbeitet. Ja, 7 Dachstühle in 5 Wochen mit nur 4 Mann. Ihr seid also Zimmermann? Ja, mit der Vater des Herrn. Ein Laienbruder also. Also, dieses Sacramento ist natürlich eine Sache. Ein Dorf für behinderte Kinder und ihre Eltern. Die Kinder lernen etwas und die Eltern können bei ihnen sein und haben Arbeit. Also, echt super. Ja, genauso hat mir Bruder Narciso das Projekt dort beschrieben, wenn auch mit etwas anderen Worten. Ihr seid also Zimmermann, aber ihr seid doch nach den Regeln unseres Ordens unterwiesen und aufgenommen worden. Ja, logisch. Ja, dann lasset uns das Tischgebet sprechen. Es ist so der Brauch bei uns, dass der Gast dies tut. Entschuldigung. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Ich finde es schön, dass unser Gast uns deutlich macht, wie klar und rein die schlichten Kindergebete sind. Dennoch wollen wir unsere Regeln nicht ändern. Wir beten heute das Regina Zöli. Zöli. Mhm. Bruder Franziskus. Gerne. Freu dich, Himmelskönigin. Halleluja. Den zu tragen, du würdig warst. Halleluja. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja. Bitte Gott für uns. Halleluja. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. St. Marien in Asunción verbunden? Hallo, Bruder Narciso. Ich bin's, Bruder Josef. Wie geht's dir denn? Bei uns ist ein Laienbruder aufgetaucht, der sich auf euer Kloster beruft. Aha, das ist ja seltsam. Vielleicht bin ich nicht immer ein so guter Christ gewesen, wie du es dir vorstellst. Aber ich habe nie an dir gezweifelt. Und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, was du jetzt mit mir treibst. Also dafür fehlen mir einfach die Worte.
Es geht zu weit. Was soll noch alles passieren? Ach so, du meinst, es sei meine Entscheidung von wegen. Ich mach gar nichts mehr. Ja? Ich gehe keinen Schritt mehr. Du bist dran. Kann ich Sie mitnehmen? Wo soll es denn hingehen? Ich folge den Wegen des Herrn. Also meiner geht da lang. Nicht schlecht. Fürs Erste. Warum nicht gleich so? Sie haben einen Handwerksbetrieb? Ja. Zimmerei und Schreinerei, 4 Mitarbeiter. Aber damit ist vielleicht bald Schluss. Warum? Ja, Sie wissen ja, was im Baugewerbe... so einer wie Sie kann es wahrscheinlich gar nicht wissen. Sie meinen zu wenig Aufträge? Eigentlich hätte ich ab nächste Woche den Dachstuhl unserer Kirche sanieren sollen. Das wäre genau der Auftrag gewesen, der uns gerettet hätte. Bis zum Frühjahr hätten wir zu tun gehabt. Was heißt gewesen? Naja, weil... jetzt wird der Dachstuhl wahrscheinlich gar nicht saniert. Wie kommt es, dass Sie Mönch geworden sind? Der liebe Gott hat mir ein Zeichen gegeben. Haben Sie vielleicht schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht? Eigentlich nicht. Und sonst? Oh nein. Oh nein. Das blöde Auto. Habe ich gestern aus der Werkstatt geholt. Ich muss das Material rechtzeitig zur Baustelle bringen. Bis Montag müssen wir fertig sein. Der Gaszug ist gerissen. Haben Sie ein Draht oder ein Stück Schnur? Verstehen Sie was davon? Ja, haben Sie was? Ja, ich habe Holz und Schrauben, Nägel. Was tragen Sie unterm Rock? Weiß ich. Na, hören Sie mal, das Gleiche kann ich Sie auch fragen. Strumpf oder Strumpfhose würde uns helfen. Ach so. Ich dachte, Sie meinen... Also was jetzt? Strumpfhose. Das geht. Erster Gang. Wie weit ist es denn bis zu Ihrer Baustelle? Ungefähr 10 Kilometer. Zweiter Gang. Dann kann ich den Karren erst mal stehen lassen, mit dem Roller weiterfahren. Wir sind gleich da. Wo? Im Pfarrhaus. Was soll ich denn da? Na, irgendwo müssen Sie da runterkommen. Der Pfarrer, das ist klasse. Da sind wir uns ja wieder mal einig. Ja, ich würde das da gerne mit meiner Frau noch besprechen, ja. Ja, frage ziemlich was Leichteres. Vorne drauf, das sieht aus wie die Frau Hansen. Ja, und hinten drauf, das, das sieht ja aus wie ein Mönch oder so etwas. Grüß dich, Silvia. Danke. Das ist unser Pfarrer Klausen, das ist Ulrich Neigenfink. Grüß Gott. Und das ist... Keinert, Johannes Keinert. Der arme Bruder Johannes ist ausgeraubt worden. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mich vielleicht nur eine Weile bei sich aufnehmen können. Ich?
Ja. Also erstens sind wir evangelisch und zweitens sind wir auch arm. Also bemühen Sie sich nicht, meine Herren. Ich werde mein Haupt schon irgendwo betten. Ach, das ist doch Unsinn. Kommen Sie. Kommen Sie. Wirklich. Vielen Dank nochmal für alles. Gerne. Wie wär's, Silvia? Wollen wir vielleicht heute miteinander essen gehen? Ich lade dich ein. Ja, das ist lieb gemeint, Ulrich, aber ich bin schrecklich in Verzug mit der Buchhaltung. Ah, schade. Was passiert denn nun eigentlich mit der Kirche? Ich weiß es auch nicht, Sven. Ich finde Ihre Kirche übrigens sehr schön. Danke. Ja, schön ist sie, aber nicht alt genug, dass man sie unbedingt erhalten müsste. Ach, Renate, die Kirche ist uns und unserer Gemeinde sehr ans Herz gewachsen. Ja, aber es regnet rein, die Orgel pfeift aus dem letzten Loch und das Gebälk ist morsch. Ja, ich weiß. Der Bürgermeister und einige andere hier im Dorf hätten gerne eine neue Kirche unten an der Autobahn. Und wie weit ist es bis dorthin? 5 Kilometer. 4. Wenn der Papa 4 gesagt hätte, hätte die Mama 5 gesagt. Mhm. Und warum sanieren Sie Ihre Kirche nicht einfach? Ich meine, es gibt doch sicher gute Handwerker hier im Ort. Dafür fehlt das Geld. Das holen sich die, die anders rangehen als wir. Genau. Und für die Autobahnkirche gäbe es eine Menge Zuschüsse. Ja, aber ich meine, so eine Autobahnkirche ist doch keine richtige Gemeindekirche. Meine Worte. Ja, nur hört sie keiner. Papa redet da nicht drum rum. Viele Leute sind eben scharf auf das Grundstück. Na, wie heißt es, dass die Kirche abgerissen werden soll? Wir werden es vielleicht nicht verhindern können. Wir müssen versuchen, es zu verhindern. Viele Menschen aus dem Dorf sind hier getauft worden. Sie wurden hier konfirmiert, haben geheiratet und haben an einem Trauergottesdienst Abschied genommen von einem geliebten Menschen. Ja, nur ist es gut. Noch stehst du nicht auf deiner Kanzel. Oh Gott, ich muss zum Gottesdienst. Also ich würde mir das ganz gerne mal anschauen, weil ich glaube einfach nicht, dass so eine Kirche nicht zu retten wäre. Ja, verstehen Sie denn was davon? Ich habe mein Zimmermann gelernt. Wir haben in Peru eine Kirche gebaut, zusammen mit Einheimischen. Ja. Ob sie es glauben oder nicht. Ja, das wäre doch was, wenn ein Mann, der was davon versteht, ein klares Wort dazu sagen könnte. Kinder, ihr räumt heute ab. Mhm. Ich helfe euch dabei. Ich bin nämlich auch ein Kind Gottes. Ich dachte schon, Sie wären weitergezogen. Nein. Ich finde es besonders schön hier. Außerdem haben Pfarrer Klaus und seine Frau mich gebeten, noch ein bisschen zu bleiben. Sagen Sie mal, Herr Keinert, wenn Sie sich nicht in der Kirche geirrt. Der liebe Gott schickt uns immer dorthin, wo wir am meisten gebraucht werden. Und Sie meinen, dass das hier bei uns der Fall ist? Warum nicht? Pfarrer Klaus hat mich gebeten, den Bauzustand dieser Kirche zu begutachten. Ha, ja, da sind Sie natürlich genau der richtige Mann. Den morschen Dachstuhl zum Beispiel, den können Sie nur noch gesund beten. So. Herr Pfarrer, bleiben Sie zurück. Sie haben Familie. Ach so. Ist alles in Ordnung? Also im Kern ist das Holz noch ganz gesund. Und sind denn die Dachluken offen? Also der Regen hat dem Holz schwer zugesetzt. Das ist unverantwortlich. Da waren ursprünglich mal so Glaslamellen drin. Die hat der Neigenfind ausbauen lassen. Wahrscheinlich hat er vergessen, wieder welche einzusetzen. Das ist dasselbe auch unten im Kirchenschiff. Da hat er die alten bunten Glasfenster rausgenommen, weil die brüchig waren. Aber wenigstens hat er da unten Klarglas eingesetzt. Ups. Machst du das? Du Arsch, du Bläder, das machst du doch mit Fleiß. Ich schmeiß dich raus und zwar auf der Stelle. Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler.
Was ist los? Sie halten sich da raus. Man muss auch verzeihen können. Das wäre immerhin christlich, lieber Bruder. Und saget Sie nicht Bruder zu mir. Ich bin überzeugt davon, wenn Sie dem jungen Mann noch einmal vergeben, wird es sich umso mehr anstrengen, oder? Doch, doch, ganz bestimmt. Aber den Schaden ziehe ich dir vom Lohn ab. Danke, Hochwürden. Bruder, genügt. Es bringt Glück. Mein Franselmann. Hat sich der Bruder Johannes die Kirche schon angeguckt? Ja, ich war mit ihm oben, im Dachstuhl. Und? Naja, ist nicht ganz so pessimistisch wie der Herr Neigenfind zum Beispiel. Also ich muss schon sagen, wie der an die Sache rangeht, der hat richtig Ahnung. Dann klappt's ja vielleicht doch noch mit der Sanierung, hä? Ja, aber da muss erst der Kirchengemeinderat zustimmen. Und Sie kennen ja die Verhältnisse dort. Verhältnisse kann man auch ändern, oder? Haben Sie eigentlich recht? Und eigentlich auch. Was wollen Sie hier? Wollen Sie meine Werkstatt besichtigen oder was? Sagen Sie, die Fenster oben im Kirchendach, warum sind die eigentlich weg? Ja, da müsste ich neue einsetzen. Aber das lohnt sich vielleicht sowieso nicht. Und die Glasmalereien im Chor? Ja, da gilt das Gleiche. Man müsste sie aufwendig restaurieren lassen. Das kostet mehr, als sie mal gekostet haben. Und wenn jetzt womöglich die Kirche abgerissen wird, weil alles wird Katz. Die Kirchenfenster, könnte ich die mal sehen? Neu, die habe ich ausgelagert. Aber es lohnt sich sowieso nicht. Ja, davon hätte ich mich gerne selber überzeugt. Warum? Was geht Sie das an? Nichts. Aber ich interessiere mich für Kirchenkunst. Also auf alle Fälle müssen die Luken oben im Dachstuhl, die müssen abgedichtet werden. Ja, wenn ich mal Zeit habe. Ja, provisorisch kann ich das ja machen. Sie! Lernt man so etwas im Kloster? Also, dass es nicht mehr nass reingeht, das würde ich allemal schaffen. Ja, von mir aus. Aber jetzt gang jetzt heim, ich muss schaffen. Gott zum Gruße. Der keusche Josef. Ich muss ein bisschen grob zu ihm sein. Zu Lebzeiten hat das sicher schwerer gehabt, der keusche Josef. Das ist ja eine Riesenwerkstatt. Und Sie als junge Frau ganz allein. Naja. Früher war hier mal mehr Leben. Mein Mann ist ein guter Schreiner gewesen und Zimmermann. Manfred, machst du schon mal auf? Sag mal, wie steht's denn jetzt um die Witwe Hanselmann? Du weißt ganz genau, dass ich dir da keine Auskunft geben darf. Bankgeheimnis. Hört uns doch keiner. Gerade als Filialleiter muss ich doppelt vorsichtig sein. Verstehe. Dann sagen wir mal so, wenn ich in nächster Zeit ein gewisses Kapital bräuchte. Für was? Nur mal rein theoretisch. Es ist natürlich nie schlecht, über liquide Mittel zu verfügen. Könnte ja sein, dass irgendwer in nächster Zukunft verkaufen muss. Und da muss man schnell reagieren. Und du weißt, den Kredit kriegst du jederzeit bei uns. Danke, Manfred. Bist ein feiner Kerl. Seit wann sind Sie denn schon alleine? Seit 3 Jahren. Der Pfarrer rät mir ja, wieder zu heiraten und die Werkstatt zu verkaufen. Gibt es denn Interessenten? Na ja, so unansehnlich bin ich ja noch nicht. Nein, beileibe nicht. Ich meine für die Werkstatt. Oder ist das der gleiche? Wie? Ja, so eine Schreinerei und Zimmerei würde doch gut zu einer Glaserei passen, oder? Da müsste aber schon mehr zusammenpassen. Eine Autobahnkirche auf unserer Gemarkung. So eine Gelegenheit kriegt unser Dorf nur einmal in diesem Jahrhundert.
Das verschafft uns überregionale, wenn nicht sogar internationale Aufmerksamkeit. Vor allem dann, wenn wir uns zu dem kühnen Entwurf durchringen, den der berühmte Künstlerarchitekt Ronald van Ackeren geschaffen hat. Ja, Glas und Beton. Vor allem Glas. Gell, Herr Neigenfind? Auf diesem Niveau diskutiere ich nicht. Es ist zwar nicht unbedingt Sache der bürgerlichen Gemeinde, aber fragen muss ich als Bürgermeister schon. Was geschieht denn dann eigentlich mit Ihrer jetzigen Kirche? Abgerissen ist die Ruine schnell. Und der Kirchberg ist ein attraktives Gelände, wird neu trassiert und wir legen einen Weinberg an. Entschuldigung, wer ist denn wir? Unser Dorf. Wenn die Kirche wegkommt, werden wir das Gelände erwerben. Ha? Ach, und das ist schon beschlossene Sache. Also, wenn ein Park oder Grünanlagen angelegt werden, dann hätten die Grünen nicht direkt was dagegen. Ja, so ist es. Und später kann man dann vielleicht einen Weinkeller, ein schönes Restaurant und ein kleines Hotel bauen. Ach komm, Mensch, hör doch auf. Du weißt doch ganz genau, dass wir unsere Wirtschaft schon jetzt nicht mehr voll kriegen. Ja, wundert dich das bei eurem Angebot? Ich denke natürlich an etwas Modernes mit Wellnesscenter, Fitnesscenter, Beautyfarm. Unsere Gemeinde muss mit der Zeit gehen, wenn sie eine Zukunft haben will. Das wäre eine echte Bereicherung. Genau wie diese Kirche hier. Also da sind doch wohl erhebliche Zweifel angesagt. Und im Übrigen, ich würde das Fell des Bären nicht verteilen, bevor ich ihn erlegt habe, Herr Bürgermeister. Aber wir halt jetzt alle zusammenheben. Willenweg ist best. Wir gehen jetzt unsere Arbeit noch. Oder wir gehen in die Kirche gebeten und warten auf eine göttliche Eingebung. Oder? Übrigens, ich habe mir Ihre Kirche angeschaut. Ja, ja. Auf den Rat der römisch-katholischen Kirche haben wir gerade noch gewartet. Ich habe den Bruder Johannes gebeten, mich in diesen Angelegenheiten zu beraten. Ja, wieso das? Wir haben doch genügend eigene Fachleute. Jedenfalls kann man die Kirche erhalten. Also das entscheidet bei uns immer noch der Kirchengemeinderat. Ja, ja. Und im Kirchengemeinderat, da hat er den Hut auf. Da weiß man doch jetzt schon, wie es ausgeht. Fall mir nicht in der Ricke, du Sack! Ach komm, halt doch dein blöde Gosch! Ich will nicht lange stören. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja, was denn? Wie mächtig ist eigentlich dieser Neigenfind hier? Ist es tatsächlich so, dass er bestimmt, was der Kirchengemeinderat dann beschließt? Nein, unser Pfarrer, der kann sich noch nicht richtig gegen ihn wehren. Er ist irgendwie zu fein dazu. Ja, vielleicht lernt er es ja noch. Wollen Sie nicht reinkommen? Kann ich Ihnen was anbieten? Tee oder ein Glas Wein? Ja, ich weiß nicht, ob sich das schickt. Naja, bei jedem anderen nicht, aber bei Ihnen. Naja. Oh, ich störe Sie bei der Arbeit? Ja, Gott sei Dank, ich bin gerade bei der Buchhaltung. Ach so, ja, Tee oder Wein? In der Bibel ist von Wein die Rede, von Tee habe ich nichts gelesen. Sie können ja schon mal nach oben gehen, das ist Wohnzimmer. Also ich traue dem Mönch nicht über den Weg. Aber er ist doch ein ziemlich imponierender Mann. Findest du? Ja. Und ich sage dir, das ist ein Hochstapler. Vom Baugeschäft hat er keine Ahnung. Und ich hab gedacht, du meinst, der ist eigentlich gar kein richtiger Mönch. Ja. Ach, hör mal, da bringst du mich auf was. Wissen Sie, worum ich Sie beneide? Dass Sie so viel in der Welt rumgekommen sind. Das war immer mein Traum, das Reisen. Ja, sind Sie denn nie mit Ihrem Mann? Ach, der hätte sein Geschäft keine 3 Tage allein lassen können. Na,
Er hat immer gesagt, hier ist ja auch schön. Ja, stimmt ja auch. Aber ich meine, die Welt hat schon ein bisschen mehr zu bieten. Das ist das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich abends mit meinem Mann allein zu Hause bin. Ah ja. Ja, ich meine, ich bin zwar auch ein Mann, aber... Ich weiß schon, das Gelübde. Fällt es eigentlich manchmal schwer? Was? Sich dran zu halten an das Gelübde? Ja. Aber Sie haben das ja bewusst auf sich genommen, ne? So stellt sich der Architekt die Bebauung vor. Und unsere Firma steht? Am Freitag sind wir beide beim Notar. Er schlägt eine einfache Gesellschaft bürgerlichen Rechts vor mit dir als stiller Teilhaber. Ich will aber da keinen anderen mit drin haben. Logisch. Ja. Jetzt müssen wir also nur noch die richtige Entscheidung von eurem Kirchengemeinderat haben. Lass mich nur machen. Ja. Darf ich den Herren noch was bringen? Erwin später. Und dann wäre da noch die Werkstatt und das Grundstück von der Witwe Hanselmann. Das würde unsere Flächen ideal arrondieren. Habe ich alles im Griff, pass auf. Wenn meine geliebte Silvia den Sanierungsauftrag von der Kirchnet kriegt, dann rettet sie nichts mehr vor der Pleite. Das habe ich mit dem Kröner von der Sparkasse alles schon besprochen. Bist du ein feiner Kerl. Johannes K., nach Raubüberfall flüchtig. Der Bruder des Apothekers wird wegen eines schweren Verbrechens gesucht. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein schöner Tag. Soll schlechter werden. Aber auch an solchen Tagen geschehen schlimme Dinge. Okay, Herr Kommissar. Wir brauchen nicht länger drum rumreden. Gut. Würden Sie mich vielleicht begleiten? So höflich. Naja, schließlich will ich etwas von Ihnen. Ach, Sie wollen etwas von mir? Naja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Meine Mama ist schwer krank. Sie ist aus Sizilien, sehr gläubig. So, so. Katholisch natürlich. Und hier, hier haben wir doch nur einen evangelischen Pfarrer. Sie meinen... Ah. Ja, aber dazu bin ich nicht berechtigt. Wir wollen doch nur, dass sie in Frieden stirbt. So, wenn Sie ihr die letzte Ölung geben könnten. Ich meine, das dürfen Sie doch, oder? Ob ich das... Na ja, schon, natürlich. Also, ich muss nur darauf bestehen, dass Sie uns dann alleine lassen. Beichtgeheimnis. Das geht in Ordnung. Kein Thema. Ich heiße übrigens Marcello Griesinger. Johannes? Sagen Sie einfach Bruder Johannes zu mir. Mein Sohn. So, Bruder Johannes, das ist die Familie und das ist die Mama. Padre, in nomine Patria, Filii, Spiritus Sancto. Amen. Ja, wenn Sie mich jetzt dann bitte alleine lassen würden. Dai, avanti, fuori, Michele, Antonella. Padre, aiutatela, per favore. Grazie. Wenn man mit Gott reden will,
muss man nicht unbedingt einen Vermittler haben. Aber ich möchte, dass der Herr mir meine Sünden vergibt. Na, so schlimm werden die schon nicht sein. Als ich damals meinen Mann kennengelernt habe, war ich schon mit Marcello schwank. Marcello, das ist der Polizist? Ja. Ja, und? Ja, aber ich habe doch den Jungen, meinen Mann, unterhoben. Untergeschoben? Nicht so laut. Aber die anderen Kinder sind alle seine. Ja. Was denken denn Sie? Ja, dann ist doch alles gut. Nichts ist gut. Ich will nicht in der Sünde leben. Also gut, ich habe verstanden. Marcello hat einen anderen Vater. Ja, aber da Sie mit Ihrem Mann 6 wunderbare Kinder bekommen haben und Ihr Ältester wirklich wohl geraten ist, sehe ich da eher einen Wink Gottes. Wie meinen Sie das? Gott, der Herr, hat die ganze Zeit dir mit Wohlwollen beiseite gestanden, meine Tochter. Sind Sie da sicher? Ja, du kannst ja zur Sicherheit ein paar Ave Maria beten. Aber ich bin der festen Überzeugung, der Höchste hat seine reine Freude an dir und deiner wunderbaren Kinderschar. Ich bin so froh. In meinem tiefen Sinne, das habe ich immer gewusst. Danke, Padre. Was machen Sie denn hier, Bruder Johannes? Ich genieße diesen wunderschönen Ausblick. Das hätte ich nicht gedacht, dass sich Ordensbrüder so weltlichen Genüssen hingeben. Also diese kleine Schwäche konnte ich mir noch nicht abgewöhnen. Darf ich Sie auf einen Schluck Rotwein einladen? Von einer Katholikin? Italienischer Messwein. Ist dir auch nichts passiert? Ich meine ihn. Ist okay. Es ist doch schlimmer, als ich dachte. Wie kommen Sie denn um die Uhrzeit zu einem Blumenstrauß? Ich weiß, es ist spät. Darf ich trotzdem reinkommen? Sicher nicht einfach für dich. Oh, so allein. Dann könnten wir es ja ein bisschen einfacher machen und mir endlich einen Auftrag für die Kirchensanierung geben. Ich bin eigentlich privat hier, Silvia. Privat? Ja, ich bin halt auch so allein. Ja. Und? Aus Überzeugung, das sagst du doch immer. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen der Mensch. Sag mal so, du bist doch sicher keine Frau, die lang allein bleiben kann. Wer willst denn das wissen? Ja, du bist jung, sinnlich und schön. Du stehst in der Blüte deines Lebens. Hast du es auswendig gelernt? Ja, noch nie. Und ich bin ein Mann mitten im Leben, der am vollen Saft steht. Was war denn das jetzt? Also pass auf. Meine Glaserei und deine Zimmerei und Schreinerei, die würdet wunderbar zusammenpassen. Und ich glaube, für uns beide trifft es auch zu. Wer könnte dein und mein Betrieb zusammenlegen? Bei mir ist genug Platz. Ja, und für dein Grundstück neben der Kirche habe ich eine klasse Idee.
Aber damit kann man nur was anfangen, wenn man die Kirche abreißt. Ja, sicher. Dann wird's also nichts mit dem Sanierungsauftrag für mich. Ich versuch dir doch gerade zu erklären, wie wir das ausgleichen. Das wäre doch eine Überlegung wert, oder nicht? Na ja, überlegen kann man ja viel. Überleg nicht so lang, sonst schnappt mich eine andere weg. Das Wort hat unser Herr Pfarrer. Ich darf Sie bitten, sich kurz zu fassen. Tja, also ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, für den Erhalt unserer Kirche zu sein. Andererseits habe ich auch Verständnis für die Argumente derer, die der Autobahnkirche den Vorzug geben. Ja, das wisset man ja nun alles. Ich bitte euch inständig, geht in euch. Hört auf eure Herzen. Es ist eine Entscheidung von größter Tragweite. Sachlich bitte, man sind nicht in der Kirche. Herr Neigenfind, keiner kann heute sagen, was aus unserer Gemeinde wird, wenn der Gang zur Kirche zu einem mühevollen und zeitraubenden Unterfangen ausartet. Nicht umsonst steht jede Kirche im Zentrum einer Gemeinde. Heutzutage hat doch jeder Auto. In so eine Autobahnkirche kommen Leute von überall her. Das würde unsere Gemeinde beleben. Ja, und die Jugend würde sich auch wieder viel mehr für die Kirche interessieren, weil die fahren ja viel lieber mit dem Auto oder mit dem Motorrad irgendwo hin, als dass sie auch nur einen Schritt zu Fuß geht. Bruder Johannes, los, ich glaube, mein Mann braucht ihren Beistand. Kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Abriss ist, hebt die Hand. Augenblick noch. Der Pfarrer Klaus hat mich gebeten, den Dachstuhl der Kirche anzuschauen. Ich habe ihn nicht nur angeschaut, sondern ich habe ihn gründlich untersucht. Es ist kein Problem, die Kirche zu sanieren. Hier spricht der Fachmann und der Laie wundert sich. Ich wollte nur sagen, ihr solltet die Kirche im Dorf lassen. Ja, und immer weiter im eigenen Saft schmoren. Ich sage es noch mal, wir müssen uns öffnen. Machen wir aus unserer Kirche eine Begegnungsstätte für Menschen aus aller Welt. Worum es Ihnen geht, das ist uns doch allen klar, Herr Neigenfind. Um den Tourismus und um Ihren eigenen Profit. Es geht mir nicht um den eigenen Profit, es geht mir um unser aller Profit, es geht mir um unser aller Zukunft. Ach Gott, sag! Moment mal, ja, da würde ich die Leute dazu zwingen, sich an den Abrissarbeiten zu beteiligen. Die sollen mit ihren eigenen Händen die Bänke, den Altar, die Orgel rausreißen, zerschlagen und verbrennen. Das ist mein Vorschlag. Ja, Heide, nein. An die Orgel habe ich noch gar nicht mehr gedacht. Den Altar abreißen, eigenhändig. Also das ist doch Demagogie ist das. Ja, dann stimmen wir doch jetzt bitte noch mal ab. Wer ist für den Abriss? 4 Stimmen dafür. Wer ist dagegen? 4 und Enthaltungen? Eine Enthaltung. Also 4 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, Gleichstand. Das ist Ihr unheilvoller Einfluss. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Also von mir aus sollte man anfangen überlegen, planen und dann anfangen hirnen. Oder? Ich sehe, der Informationsstand ist noch sehr mangelhaft. Wir vertagen die Entscheidung auf die nächste Sitzung. Bis dahin können wir die offensichtlich noch vorhandenen Wissenslücken hoffentlich schließen. Wir sollten aber die Firma Hanselmann damit beauftragen, den Dachstuhl zu sichern. Wer ist da dafür? Gegen eine Sicherung ist nichts zu sagen. Warum sind Sie eigentlich nicht drüben im Kloster Birnau untergekommen? Das ist doch Ihr Ort. Wie kommen Sie denn da? Gehen die gleiche Kutte an wie Sie? Ja, haben Sie nicht genau hingeschaut? Ja, vielleicht. Aber ab jetzt werde ich genau hinschauen. Verlassen Sie sich drauf. So eine Kutte wäre ja auch eine wunderbare Verkleidung, oder nicht? Meinen Sie? Ihnen wird sie jedenfalls nicht stehen. Liebe Mutter,
Vor 20 Jahren bin ich geflohen. Vielleicht war das ein Fehler. Nun bin ich wieder auf der Flucht, ohne dich noch einmal gesehen zu haben. Bruder Johannes! Ich freue mich so, dass ich wenigstens einen Auftrag bekommen habe, den Dachstuhl zu sichern. Ich mich auch. Und so ganz gegen den Willen von Herrn Neidenfeld. Ja. Das hat mir imponiert, dass sich Pfarrer Clausen endlich mal gegen ihn durchgesetzt hat. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Na ja? Ja, das ist so ein Spruch. Also hätte ich mich nur mein Leben lang daran gehalten. Na, manchmal kann man nicht so, wie man gerne möchte. Ne? Das kenne ich. Also ich finde das toll, wie Sie Ihren Laden im Griff haben. Ehrlich? Ehrlich. Wie? Ich habe bereits Ihren Kollegen gefragt, ob es einen Bruder namens Johannes Keinert gibt. Ich rede doch nicht von meinem Bruder. Ein Mönch, oder besser gesagt ein falscher Mönch, was ich für viel wahrscheinlicher halte. Ja gut, dann verbinden Sie mich eben. Wenn ich so könnte, wie ich wollte. Ja. Aber ich kann nicht. So ist es. Dann kümmere ich mich jetzt mal um meine Leute da oben. Also wenn ich mich irgendwie nützlich machen kann. Ich nehme Sie beim Wort. Ja, tun Sie das. Sie haben überhaupt noch nicht viel von sich erzählt. Was wollen Sie denn wissen? Das jetzt bereits Ihrer Zentrale, dann dem Bruder Erasmus, dann dem Sekretär des Bischofs, dann dem persönlichen Referenten, dann... Ja, gut, also noch mal von vorne. Passen Sie auf. Ende letzter Woche ist hier bei uns ein Mönch angekommen. Woher soll ich wissen, wo der herkam? Wenn ich das wüsste, würde ich ja nicht anrufen. Ja, Sie verbinden mich. Gut, wunderbar, danke. Gerade dabei, den Firstbalken zu unterstützen. Und die Fetten sind noch in Ordnung, nur die Sparren, die müssen fast alle erneuert werden. Na? So, kommst du zurecht? Komm runter. Nimm mal die andere Axt, lass mich mal dahin. So, also. Zicke, zacke, hei. Schläge brauchst du 3. Willst du das Holz nicht spalten, musst du kräftig dagegen halten. So macht man das. Hören Sie, ich habe jetzt in Ihrem ganzen Lade von Pontius zu Pilatus rumtelefoniert und keiner ist zuständig. Mit wem spreche ich denn jetzt? Mit dem Bischof persönlich? Mit dem Bischof persönlich? Tatsächlich? Ja, das ist eine Sache. Ja, ich interessiere mich für einen Mönch, der, wartet es ab, wahrscheinlich gar kein Mönch ist, weil er nämlich hier bei uns in der evangelischen Kirche sozusagen fremd geht. Gut, dann rufe ich morgen wieder an. Kann ich Ihre Durchwahl? Haha. Immerhin, jetzt läuft's. Macht Stimmung gegen uns, so kenne ich den gar nicht. Da steckt dieser Mönch dahinter. Es muss doch möglich sein, dass du in deinem Kirchengemeinderat eine Mehrheit auf die Beine kriegst. Du hast leicht Rede. Umsonst ändert heute keiner die Meinung. Man muss den Leuten was versprechen. Du meinst, man muss sie bestechen? Ah. So was mache ich nicht. Da ist mir mein Geld schade. Erwin, noch ein halber Liter. Aber komm, wir haben doch jetzt genug, Ulrich. Jetzt hör auf, komm. Guten Abend. Den da sehe, ertrage ich das Leben nur noch im Suff. Machst du mir Achtele? Seitdem der bei uns im Dorf ist, geht alles der Bach runter. Der muss verschwinden. Wie meinst du das? Wie ich sage. Ja, also ich kann nicht immer weiter für Sie einschreiben, Herr Johannes. Das kann ich auch dem Herrn Pfarrer gar nicht zumuten.
Wieso dem Herrn Pfarrer? Ja, der war gestern da und hat ihre aufgelaufene Schuld gezahlt. Was hat der? Ja, der Mann hat Familie. Und so viel verdient er so ein kleiner Landpfarrer auch nicht. Wenn man auf dich wartet, kann man ja verdursten. Ein alter Mann ist doch kein D-Zug. Ist das bei euch heiligen Brüdern so üblich, dass ihr nachts in der Kneipe rumlungert? Sie redet nicht mit jedem, was? Es ist gut, Ulrich, lass ihn in Ruhe. Was redest denn du? Ich komm schon noch dahinter, was das für einer ist. Sie müssen da auch sowas haben wie eine Heimat. Irgendein Kloster, wo sie hinkehren, oder nicht? Oder sind sie ein nicht sesshafter Mönch? Ein Pennermönch, sozusagen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, das hätte ich gern. Aber wenn ich mir was vorgenommen habe, dann gäbe ich keine Ruhe. Herrgott, Donnerwetter, jetzt langt's aber. Ja, jetzt langt's. Das war keine Absicht. Bruder Johannes, da ist etwas zum Abwischen. Meine Frau hat ihn doch angeboten, für Sie zu waschen. Das ist nur ein Fleck. Sie sind noch wach? Ja, ich habe auf Sie gewartet. Ich komme gerade aus dem Hirschen. Sie haben dort meine Rechnung bezahlt. Ja, das ist so wichtig. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich werde Ihnen das Geld zurückbezahlen. Auf Heller und Pfennig, Cent. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, das klären wir schon. Ich muss mit Ihnen reden, Johannes. Warum? Wollen wir uns setzen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Diese ewigen Anfeindungen und Intrigen von Neigenfind und seinen Parteigängern. Ich weiß im Moment nicht, wie es weitergehen soll. Tja, wie kann ich Ihnen da helfen? Ich wollte Sie bitten, ob Sie am Mittwoch in der Abendandacht in unserer Kirche eine Predigt halten könnten. Ich? Ja, was soll ich denn um Gottes Willen sagen? Reden Sie über die Möglichkeiten, unsere Kirche zu erhalten. Die Menschen hier im Dorf, die hören auf Sie. Predigt? Ja. Mach ich. Wir haben schon geschlossen. Guten Abend, Max. Ach, der Apotheker. Ja. Na, das ist ja eine Überraschung. Machst du mir noch eine Weißweinschorle? Naja, wenn es sein muss. Sag mal, du hast dich doch mit dem Johannes immer gut verstanden, nicht? Naja, ich hab den ja Ewigkeiten nicht gesehen. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, du, das... Vielleicht ist der schon wieder in Südamerika, was weiß ich, in Hongkong. Namibia. Namibia. Zicke, zacke, hei, Schläge sind es. Silvia, ich... Ich hab gerade eine Besprechung mit dem Bürgermeister gehabt. Man riecht's. Hast du dir mein Angebot überlegt? Ulrich, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Pass auf, ich erklär's dir noch. Ulrich, ich kann dich jetzt nicht brauchen. Du bist nicht allein, was? Natürlich bin ich allein. Ich mach gerade einen Monatsabschluss. Du hast keinen Besuch? Nicht mal einen klitzekleinen Mönch? Aber wahnsinnig peinlich. Wie komme ich da bloß drauf? Ja, das frag dich mal. Gute Nacht, Ulrich. Das beweist doch nur, wie sehr ich dich mag. Das beweist mir nur, was du von mir denkst. Mensch, Papa, jetzt komm endlich!
bin ja schon da. Na komm, steig ein. Kann doch nicht ewig warten. Das ist wieder typisch Papa. Fahrt vorsichtig. Na, geht's voran bei euch? Ja, schon. Ich bin froh, dass ich wenigstens den Dachstuhl sichern kann. Obwohl, sanieren ist ja mir lieber. Aber vielleicht klappt's ja noch. Ja, ja, kaum ist ein katholischer Mönch im Dorf, da knistert's im Gebälk. Wie meinst du das? Ach, könnte ich das noch irgendwie anders meinen? Aber dass du dir mal keine falschen Hoffnungen machst, ne? Ich glaube, mit dir geht die Fantasie durch. Ich würde nicht mal einen Traum dran denken. Ja, ja. Guten Morgen, Frau Clausen. Na, morgen ist gut. Ach, Sie machen schon Mittag. Sie sind ziemlich lang herumgegeistert gestern Nacht. Ja, das kann man so sagen. Ihr Mann aber auch. Ja, nur ist er um 7 schon wieder raus. Frau Clausen, ich denke, ich werde bald wieder weiterziehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann, was Sie und Ihr Mann alles für mich getan haben. Sie wollen uns verlassen? Das wäre aber eigentlich schade. Ich glaube fast, mir wird was fehlen. Und davon nehmen Sie täglich 20 Tropfen nach dem Mittagessen, ja? Ich habe es Ihnen hier aufgeschrieben. Dankeschön, Herr Kleiner. Bitte schön, Frau Merker. Kein Absender. Angesägt. Hab ich's mir doch gedacht. Scheint ja langsam Ihr Lieblingsplatz zu werden. Ja, hier oben kann ich einfach mit meinen Händen denken. Und was denken Sie so? Das sage ich, glaube ich, besser nicht. Sie sollten nicht glauben, dass ich Angst habe vor dem, was Sie denken. Weiß man's? Ich habe ja noch nicht mal Angst vor dem, was ich denke. Etwa verliebt? Wir haben uns geküsst. Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen, ehrwürdiger Bruder. Na ja, Sie sind ja schließlich auch nur ein Mann. Ein Mann wie du und ich, um es einmal so zu sagen. Okay, okay, jeder zweifelt einmal an seinem Job. Das kennen wir ja. Aber gut, ich muss dann halt doch nicht auf so vieles verzichten wie Sie. Ja, ja, die Weiber. Das ist das Problem.
Es fällt mir auch immer schwer, Nein zu sagen. Und wenn man dann nicht darf, wie man gern wollt, ja, dann klebt so eine Kutte doch wie Pech an einem. Ist doch wahr, oder? Klar, der Herrgott hört es vielleicht nicht ganz so gern. Ja, immerhin haben Sie ja ein Gelübde in seinem Namen abgelegt. Aber was soll's? Da beichtet man die ganze Geschichte halt bei einem Kollegen, betet ein paar Ave Maria und ist fein raus aus dem Schneider. Also so gesehen ist der Katholizismus schon eine feine Sache. So, ich muss weiter. Das geht aufs Haus. Weißt, mit dir kann man sich wenigstens gut unterhalten. Ja, keiner. Morgen. Die Straßenschutzpolizei hat den Rucksack da gefunden. Der gehört von ihrem Bruder. Tja, kann sein. Haben Sie denn schon irgendeine Spur von ihm? Ich meine, er wird doch gesucht wegen dem Mordverdacht. Der Mann ist längst wieder quietschfidel. Das heißt, eigentlich ist er das nicht. Der sitzt im Gefängnis wegen mehrerer Diebstähle. Also, wenn Sie einen Bruder treffen, sagen Sie ihm, er ist längst aus dem Schneider. Ja, ja. Ja, Justus Keinert mein Name. Können Sie mir weiterhelfen? Ich suche den Ort zu der Postleitzahl 78345. Ich glaub's ja nicht. Lieber Gott, ich danke dir. Bürste. Jetzt geht's dir aber wirklich an den Kram. Silvia! Silvia! Es tut mir unglaublich leid, aber wir haben Ihre Kreditlinie wirklich enorm großzügig bemessen. Aber wenn ich am Monatsende die Löhne nicht zahlen kann, dann... Ich rate Ihnen noch einmal, dringend, einen Geschäftspartner mit in Ihr Geschäft zu nehmen oder zu verkaufen. Das raten Sie mir schon seit einem halben Jahr, Herr Kröner. Und von Woche zu Woche wird deutlicher, dass es der richtige Rat ist. Frau Hanselmann, wir wissen doch ganz genau, dass der Herr Neigenfind nur zu gerne bei Ihnen anstecken würde. Ja, das stimmt, allerdings. Und wäre das so schlimm? Ich habe die Fenster mal schätzen lassen. 22.000 Euro. Nein, eins.
Ja, und das war, bevor ich sie wieder hergerichtet habe. Ja, ja, gut, der Preis ist verhandelbar, kein Thema, aber das Geschäft muss diskret über die Bühne gehen, versteht sie mich? Montag passt mir. Bis dann. Grüß Gott, Herr Neigenfind. Das ist gut, dass Sie gekommen sind. Sonst wäre ich nämlich zu Ihnen gekommen. Und zwar in der nächsten halben Stunde. Wollten Sie vielleicht etwas abholen, was Sie verloren haben? Das da zum Beispiel. Was soll das? Da steht Ihr Name drauf. Ja und? Das haben Sie im Dachstuhl verloren, als Sie den Balken angesägt haben. Was haben Sie eigentlich mit den Kirchenfenstern vor? Die sind doch perfekt restauriert. Wollen Sie jetzt versuchen, die heimlich zu verhökern? Ich lasse Sie auffliegen, Neigenfind. Sie? Mich? Ich lass dich auffliegen, du falscher Bruder, du Hochstapler. Es gibt gar keinen Mönch namens Johannes Kainert, alles nur Tarnung. Haben Sie so viel Angst vor mir? Von uns muss nur einer Angst haben. Und das bist du. Du polizeilich gesuchter Totschläger, du. Ich gebe dir genau eine halbe Stunde. Und dann bist du aus unserem Dorf verschwunden, und zwar für immer. Und wenn nicht? Ich kann sofort die Polizei rufen und sage, ich habe den Totschläger von eurer Fahndungsliste. Also, es ist aus, Kainert. Aus und vorbei, finito. Du hast verloren, kapier's endlich. Kapiert. Es ist alles anders, als du denkst. Musst dich unbedingt sprechen, 11 Uhr im Dachstuhl.